Anwenderfunktion Zweipunktregler. Der Zweipunktregler kann das Licht nur schalten, jedoch überprüft er zusätzlich zur Präsenz auch während der Präsenzphase den Helligkeitspegel im Raum. Während das Wesen des einfachen Präsenzmelders ist, dass er nach der helligkeitsabhängigen Präsenzerfassung in den helligkeitsunabhängigen Modus schalten muss, kann der Zweipunktregler bei Überschreiten des oberen Grenzwertes das Licht trotz aktiver Präsenz ausschalten. Sollte es danach wieder dunkler werden und der untere Schaltpunkt unterschritten werden, schaltet das Licht wieder ein. Somit kann der Zweipunktregler einen höheren Energieeffizienzlevel bieten als die einfache präsenzabhängige Schaltung, da diese nur bei Präsenzunterbrechung bei zunehmender Helligkeit von außen irgendwann nicht mehr einschaltet. Allerdings gibt es auch bei der Zweipunktregelung einen wichtigen Aspekt zu beachten. Der Abstand zwischen dem Ausschalt- und dem Einschaltgrenzwert muss zwingend größer sein als die von der Lichtquelle erzeugte Helligkeit, da es sonst logischerweise zum Schwingen kommt. Will man beispielsweise einen Mindestbeleuchtungspegel von 300 Lux bei Präsenz garantieren, die Beleuchtung erreicht aber 500 Lux, so muss der Einschaltpunkt auf 300 Lux gelegt werden. Der Ausschaltpunkt muss dann größer als 300 plus 500 Lux sein, zum Beispiel mit einer gewissen Reserve dann mindestens 900 Lux. In der ETS sieht das dann so aus. Zuerst ist die Zweipunktregelung wieder in den Geräteeinstellungen freizugeben. Dadurch erscheint eine neue Registerkarte, die verschiedene Möglichkeiten der Einstellung bietet. Hier nur die wichtigsten. Da wären einmal die beiden Grenzwerte für das Ein- und Ausschalten der Regelung. Diese können bei Bedarf auch über Objekte einstellbar gemacht werden. Verbunden mit der Grenzwertüberprüfung sind auch zwei Timer, von denen der erste Einschaltverzögerung wohl immer auf 0 stehen wird. Zum Abschalten ist es dann doch sinnvoll, eine minimale Verzögerung von einigen Sekunden nach Überschreiten der Obergrenze einzustellen, um in Grenzfällen häufiges Schalten zu vermeiden. Dann gibt es noch einen Parameter. Verhalten bei Ausschalten der Regelung. Dieser Parameter bestimmt, ob die Beleuchtung in dem Fall unverändert bleibt oder ausgeschaltet wird. Für die Zweipunktregelung werden auch bis zu 4 Objekte für manuelle Übersteuerung angeboten, die eben auch dafür genutzt werden können. Alle manuellen 1-Bit, 4-Bit und 8-Bit Steueradressen sowie auch alle oder ausgewählte Szenen können damit verbunden werden. Wir sind damit mit der Zweipunktregelung fertig. Sie sind nun in der Lage, eine Zweipunktregelung korrekt zu konfigurieren und in Betrieb zu nehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Thema.